Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, zu Tyranny. So, erstmal das Zeug, was wir hier haben, wegpacken. Brauchen wir nicht. Und jetzt will ich gerade mal was gucken. Zeig mir mal kurz meine Waffensammlung. Ah, da ist sie ja, Klinge des Ruins. Ich habe nämlich mir ist nämlich gerade beim Anmelden im Paradox-Konto, also das, was, wo ich jedes Mal, wenn ich hier das, wie ich das Spiel lade, diese Boni kriege, diese Nutzgegenstände, habe ich hier die Klinge des Ruins fürs Anmelden gekriegt und ich wollte sehen, ob ich sie wirklich habe. Und ja, das hier ist die Klinge des Ruins. Die kann garantiert sehr mächtig sein, wenn man sie auf Max boostet. Ist aber leider keine Artefaktwaffe, anders als die Sonnenlanze oder die Axt des Erstbruders. Das ist auch keine Artefaktwaffe. Na gut. Wir stellen ja gerade zur Zeit eine Artefaktwaffe für Lyra her, soweit ich weiß. Ja, Schmieden, Herzblut. Und wir erforschen die Sigilschriftrolle, die wir gefunden haben. Gut. Wir gehen jetzt hier runter zu den Tiermenschen und gucken mal, ob die uns was Böses wollen. Und hier ist ein Zeichen am Boden, das uns sogar ziemlich bekannt vorkommt. Ne, ich wollte gerade sagen, das sieht wie die Sigil der Lebenskraft aus. Aber ist doch etwas bisschen anderes. Ja, es ist eine Falle. Interesting. On it. Ja, ich wollte eigentlich gerade Lyra sie entschärfen lassen, aber das kannst du dann auch übernehmen. Right. Nicht bewegen, Mensch. Sie hält die Nase in die Luft und schnüffelt misstrauisch. Erkläre oder stirb, was sucht Mensch in Steinpirscherlager? Ich komme in Frieden, lass mich durch. Ich muss etwas Wichtiges mit deinem Anführer sprechen. Die Angelegenheiten eines Schicksalsbinders gehen dich nichts an, Köter. Angreifen. Renn zu deiner Prima Beast. Bell ihr eine Warnung zu, während ich euren Stamm abschlachte oder eure Jungen heute. Geh mir aus dem Weg, du stinkende Töte. Dich langsam mit erhobenen Händen zurückziehen. Ich bin nur falsch abgebogen. Mhm. Okay. On it. Angelegenheiten gehen dich nichts an. Dann wird Schicksalsbinder durch nichts angehen sterben, ja? Tierfrau bewacht Stamm, tritt nicht beiseite. Frag erneut, warum kommt Mensch in Steinpirscherlager? Alpha zu bedrohen heißt, tötet den Schatten zu bedrohen. Kusch, Tierfrau, lass wichtige Jäger durch. Tötet im Schatten ist Verwandtschaft. Kann für Menschen namens Schicksalsbinder bürgen, dass die weiß, was bürgen heißt. Sie knurrt laut und tief. Offensichtlich kann sie ihren Angriffsinstinkt gerade noch unterdrücken. Sie anstarren. Das bringt Furcht. Die Wache nickt einmal ruckartig. Sie hat eine Entscheidung getroffen. Komm hinein, aber nicht Streit suchen. Prima Hundertblut mit seltsam riechenden Menschen sprechen wollen. Irgendwann kriege ich es noch so weit, dass Tötet im Schatten auf maximal Furcht ist. Ich könnte jetzt einfach mal neu laden und versuchen, was passiert, wenn ich so sieht's ausmache. Aber erstmal nehme ich mir Vagabundenprim. Wenn das immer noch eine Droge ist wie in Pillars of Eternity, dann finde ich es lustig. Gucken wir noch mal kurz. Ich habe eh ziemlich viel Ausrüstung. Zum Beispiel auch eine Sigil, die ich nicht benutzen kann. Gegenstandstyp. Tun wir mal sortieren. Geisteressenz, Arkanenrüstung. Rüstung von Angriffen durchdrungen ist auch nicht schlecht. Und das hier sind jetzt alles Kräuter, glaube ich. Und hier sind Tränke. Oh, die sollte ich wirklich mal benutzen. Das sind Buff-Tränke, die dauerhaft wirken. Schutztrank, Heiltränke, Trank der Wiederbelebung. Ich glaube, die darf ich auch nicht benutzen. Scharlachgift, Unsichtbarkeitstrank, Schluck der Einsicht. Das finde ich übrigens ein bisschen schade in beiden Teilen, dass es kein Identifizieren mehr gibt. Das hat dem Ganzen noch ein bisschen Würze verliehen, nicht gleich zu wissen, was für Waffen und so man da hat.
Ja, ich wollte aber nach dem Vagabundenprim. Eine Prise Vagabundenprim hebt die Vitalität und Athletik und verstärkt die natürliche Heilungsrate. Die Geschmähten verachten die Angewohnheit zwar, doch die meisten Soldaten in Kyrosaria freuen sich an den alchemistischen Eigenschaften. Über die Vagabundenprim verfügt. Übermäßiger Gebrauch führt zu Blasen im Mund. Der Effekt dieses Verbrauchsgegenstands verstärkt sich, wenn der Benutzer mächtiger wird. Etwa hierdurch? Ja, gut. Und wir haben Fisch. macht für ganze 10 Minuten schneller. Gut. Ich weiß nicht, warum gerade bei mir unten das Ding so funkelt. On it. Okay. Tiermann. Ach so, weil ich gerade gelockt bin. Füße still. Mensch, bleib wo du bist. Warum ist Mensch in Steinpirscherlager gekommen? Um Ärger zu machen, um gegen Tierfrauen zu kämpfen? Wenn ja, Tierfrauen wird mit freuen Rippen aus Brust vom Mensch schreiben. Ich wurde geschickt, um eine Gruppe vermisster Seele zu suchen. Ich glaube, das sind diese Gefangenen. Diese Leute, die du angekettet hast, welche Verbrechen haben sie begangen? Menschen betreten Stammesland, eindringen in heiliges Land, hatten kein Recht und trotzdem wollen stehlen von Tierfrauen. 100 Blut sagt Menschen behalten, Prima wird entscheiden, was mit Menschen geschehen soll, ob töten oder freilassen. Menschen interessiert sich für Eindringlinge, weil Gefangene auch Menschen sind oder weil Menschen auch Eindringling ist. Die Tierfrau beobachtet dich mit scharfem Blick, sie spannt ihren Körper bereit zuzuschlagen. Täusch dich nicht, sie bedeuten mir nichts, Tierfrau. Ich bin nur auf der Durchreise, Tierfrau, ich will keinen Ärger. Ja, ich wurde geschickt, die Siedler zu suchen. Mit den dicken Fingern ihrer knorrigen Hand kratzt sich die Tierfrau am Kiefer. Während sie über deine... Während sie über deine Worte nachdenkt. Mach keinen Unterschied für Stamm. Gut, dann vergiss es erstmal einfach. Verhandle mit dem Steinwächter, mit der Steinwächterin über die Freilassung der Siedler. Diese Vertiefung scheint ein Nest zu sein, in dem Tiermenschenwelpen oft zu ihrem Schutz untergebracht werden. In letzter Zeit wurden in ihr Außenseiter gefangen gehalten. Ja, da liegen die Plünderer. Sitzen sie besser gesagt rum. Gut, wo ist denn diese Blutige? Und ja, da sind Tiermenschenwelpen. Spricht für Erde, Schwarzschlund. On it. Mensch, sie rümpft angeekelt ihre graue Nase. Sprich oder das Tierfrau in Ruhe. Was ist mit den Welpen? Gehören Schwarzschlund. Die Tierfrau lässt ein tiefes Knurren los, ein Ausdruck von wahrem Stolz. Sind starke, gute Welpen, schlaue Welpen, sind schon groß dafür, dass nur 2 Jahreszeiten alt. Ist früh für Welpen, um Brute zu verlassen und herumzustreifen. Aber Prima braucht Baum, Menschen einzusperren, die nach Altzähne gejagt haben. Ja, was sind denn Altzähne? Altzähne sind stolz von Steinpirscher-Mystikern. Sind wertvolle runde Kristalle, die in Steinlande wachsen. Wenn gesammelt, ältere Mystiker können Splitter tragen wie Halskette von Zehen, um Stärke von Biss und Klaue zu erhöhen. Und warum liegen euch die Altzähne am Herzen? Altzähne sind Stärke von Steinpirschern. Menschen sind im Gebiet eingedrungen, behaupten wollen Azuritsteine, aber haben erwischt, wie Altzähne gestohlen. Jetzt lügende Menschen werden leiden. Das Problem ist, Altzähne und Azurit sind dasselbe. Bruthöhle, egal, ich will es nicht wissen. Die Tierfrau neigt ihren Kopf, deine Reaktion interessiert sie, jedoch ist sie nicht in der Lage, sie zu begreifen. Ist Höhle, wo Brut gehalten wird. Ich möchte dich noch was anderes fragen. Sie schnauft und wickt mit ihrem riesigen Schädel. Gestank vom Mensch macht Tierfrau jucken. Jaule schnell oder husche, flieh. Wie kam es der Steinpürsterstamm dazu, in Azur zu leben?
Menschliches Winseln verwirrend. Kam zu leben? Schon immer gelebt. Steinlande gehören Tiermenschen schon seit unzähligen Jahreszeiten. Selbst aus Tierfrauen noch mit stumpfen Klauen, keinen Reißzähnen und pelzlos wie Menschen. Azurlande gehören Steinpirscher und Steinpirscher gehören Hundertblut, hat Stamm durch viele Jahreszeiten geleitet. Seit Tierfrau Kehle und Herz von letzter Prima herausgerissen und gefressen. Die Tierfrau sagt dies voller Stolz, sie reibt sich mit ihrem knorrigen Knauen die Brust. Wie viele sind viele Jahreszeiten? Wie alt ist Hundertblut? Mehr als fünf viele Male wieder. Mystiker zählen. Haben erlassen viele und hunderte Jahreszeiten vom Blut. Ja, und wenn ich sie herausfordere und besiege, hat der Stamm dann kein Problem damit. Die Tierfrau gluckst und wippt, das Geräusch ist verstörend und klingt wie eine tollwütige Hyäne. Deine Worte amüsieren sie eindeutig. Kein Mensch kann Kampf mit Hundertblut überleben. Kein Mensch kann primär von Steinpirschern besiegen. Sie stimmt wieder dieses Hyänenheulen an. Hoch, tief. Bitte versuchen. Bitte, bitte. Stamm wird mit Freunden Schicksals wieder bei Sterben zusehen. Sie wird plötzlich besonnen und zieht die Lippen mit seinem Knurren zurück. Aber selbst wenn Mensch nicht stirbt, selbst wenn Stumpfkralle Hundertblut besiegen kann, Stamm würde nie gestatten, dass Mensch Primus wird. Steinpirscher werden sich nicht verwandten, vor denen unterwerfen, die haben einst Stamm versklavt. Okay. Du bist Sprich für Erde. Oh, hier kann man rüberhupsen. Ja, über die Kluft springen. Das boostet ein bisschen unsere Athletik, wenn wir das machen. So können wir schnell das Lager verlassen und haben wenigstens ein bisschen was dabei gewonnen. Auf der einen Seite war es gut, dass wir Tötet im Schatten mitgenommen haben. Auf der anderen Seite verscherze ich es mir gerade immer mehr mit ihr. Einfach deswegen, weil ich mal jetzt meinen Auftrag erfülle. Zum anderen aber sind die Tiermenschen hier doch eine echte Bedrohung. Ah, ich habe was gefunden. Mystiker Tierfrau und Tiermann. Right. Die werden aber auch nur das Übliche zusammen haben, oder? Stammesmitglied hat keine Worte für Menschen. Sprich mit Prima mit Hundertblut. Da war hier irgendwo noch ein Mystiker. Also eine Mystikerin. Scharlachrote Jäger kriechen mit Laune in der Nähe. Warten auf Hinterhalt, stinken. Als du dich näherst, siehst du, wie eine ältere, gekrümmte Tierfrau verstohlen in der Erde gräbt. Sie erschrickt, als sie deine Schritte hört und richtet sich auf. Dabei drückt sie einen schimmernden Splitter Azolit an ihre Brust. Lass Mystikerin in Frieden. Spricht für Erde, spricht nur mit Steinpirscher und Stammesland. Und Mensch ist weder Mitglied von Stamm noch Stein. Right. Okay. Tiermann, noch ein Tiermann, Steinwächterin, ein Tiermann, Kluftgraber. I got it. Mag Menschen in Stammesland nicht, stinken nach Schweiß und Dreck, sehen aus wie Eisenhäute, aber sind schwach, töten einander zum Fressen auf Ödfaden. Immer eine Leckerei anbieten. Was hast du gesehen? Sag es mir. Er stützt sich gierig auf den Fleischbogen und zerreißt ihn mit seinem kräftigen Maul. Er sabbernd, während er dir beim Verschlingen des blutigen Happens zufrieden seine Geschichte erzählt. Sah mit scharfen Tiermenschenaugen. Eisenhäute bedrängten Plünderer bei Platz mit Graustein. Erinnere mich, weil Jagd seltsam war. Eisenhäute stanken verfault und waren schwach. Hatten Probleme, Rudel zu töten mit gleicher Größe. Das klingt wirklich seltsam. Ich werde mir das genauer ansehen. Ja, geheimlich. Auf Eisenhäute stoßen ist gefährlich normalerweise. Ja.
Teilen und herrschen. Perfekte Questbeschreibung. Suchen und retten. Reise ins Grautal und suche dort nach Spuren von Geschmiedenangreifern. Aha. Sitze der Macht, da fehlen mir noch zwei. Gut. Tierfrau, Tierfrau. Oh, ich habe etwas Gunst gewonnen. Hundertblut. Ein Trank der Vitalität. Auch nicht schlecht.